Hallo, liebe Dark Souls 3! Oh, Freunde, willkommen zu Server von einem Part, in welchem wir die gemalte Welt von Ariandel noch etwas, oder weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Wir werden die gemalte Welt noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wir sind hier aktuell in einem Dorf voll mit Vogeltypen, die nicht mal mehr die Kraft haben oder finden wollen, uns anzugreifen. Das heißt, das ist relativ überhaupt nicht seltsam oder so. Und da geht's scheinbar runter. Okay, wer hat wir im Hinterkopf? Man kann also unter der Brücke noch weiter entlang. Und ja, wir schauen uns hier mal um und sehen, was uns hier noch alles erwartet. Auf jeden Fall. Oh Gott, die pilgern irgendwo hin. Oh, das gefällt mir nicht. Lässt sich von der Seite nicht öffnen, okay. Auf jeden Fall. Ah! Auf jeden Fall gefällt mir das alles nur bedingt. Ach, hier liegen auch viele Tote rum. Oh Gott. Wir sind hier alle ziemlich hart am Sterben und einer von denen, der mit mir geredet hat, hat sich nur gewünscht, dass wir die ganze Scheiße hier einfach niederbrennen. Und ich habe das Gefühl, niemand wäre sonderlich traurig darüber, ehrlich gesagt. Denn das hier ist alles... Okay, weißt du was? Nein. Das ist alles relativ unangenehm. Die Scheiße war mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Was sollte das denn? Was wollte der denn von mir? Gelbe Wand? Nein, gehen wir hier entlang. Okay. Ich höre Schritte. Aber von wem? Na, lass mich doch ruhig. Ich will euch nicht alle töten. Ihr seid doch sowieso schon wehrlos. Aber was soll ich machen? Falls ich mir gerade stelle, ist, wollen sie vielleicht auch einfach von mir getötet werden? Weg. Mein ernsthaft. Glaubt ihr, die wollen vielleicht schlicht und ergreifend von mir getötet werden, weil das Leben, das sie hier führen, gar nicht mal so angenehm ist. Frage ist natürlich nur, wie komme ich an dieses fucking Item in der Mitte ran? Denn ansonsten waren wir da unten schon. Ja doch, da waren wir, genau. Da waren wir gerade zum Anfang, sind wir überhaupt erst ins Dorf reingekommen. Okay, relativ interessant. Ich vermute, dass wir da irgendwie Wasser einlaufen lassen können, oder? Auch wenn ich mit dieser Aussage immer noch nicht erklären kann, wie ich dann gedenke, dass wir da rankommen können. Aber ey, ich arbeite dran. Haben wir hier ernsthaft nichts? Keine Wand, die ich durch kann? Okay, cool. Dann gehen wir nun wieder zurück. Denn dieser Weg hat uns ganz offensichtlich scheinbar nirgendwo hingebracht. Tut mir leid. Da kann ich natürlich auch noch runter. Will ich schon runter? Ja, komm, wisst ihr was? Gehen wir runter. Denn ich vermute, oben entlang wird der richtige Weg sein, also können wir unten ein bisschen entlang laufen. Uns mal anschauen, was hier noch alles Schönes gibt. Wir haben einen simpler Edelstein. Hurra! So simpel und so edel. Oh, und da können wir ein Tor öffnen. Welches uns hier wieder rausbringt. Und das war's. Mehr nutzt hat das Tor nicht. Wundervoll, vielen Dank dafür. Ist das ein Shortcut? Ich glaube, das ist nicht mal ein richtiger Shortcut. Das war einfach nichts. Kommt der Typ da drüben nochmal wieder? Natürlich kommt der wieder. Hätte mich gewundert, wenn es so ein besonderer Gegner gewesen wäre, dass der nicht nochmal wiederkommt. Weil tatsächlich, bis auf die Tatsache, dass er Blutungsschaden machen kann, ist es halt kein so starker Gegner. Muss man halt einfach mal sagen. Außer er macht den Fuckangriff. Was ist das? Hör auf damit. Okay. Nein. Fick dich. Ja, ist wirklich nicht so stark. Seht ihr? Große Tiernitscherbe, wundervoll. Tut mir leid, meine Freunde, tut mir leid. Es ist besonders seltsam, die alle abzuschlachten, jetzt wo wir wissen, dass sie die alle auch ein Bewusstsein haben oder mal hatten und sogar in einem beschissenen, regulären Dorf wohnen. Welches dem, in welchen vielleicht Menschen wohnen würden, gar nicht mal so unähnlich ist. Stellt natürlich die Frage, was ist da passiert? Und warum zum Fick ist hier alles voll mit diesen Spinneneiern? Es in vielerlei Hinsichten gefällt mir die Gegend hier nicht. In sehr, 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 sehr vielen Hinsichten. Vor allem habe ich aber auch das Gefühl, dass wir hier noch ein paar Mal zurückkehren werden. Denn wir hatten da noch die ein oder andere... Aha! Die ein oder andere Tür, die ich nicht durch konnte. Oh, dafür ist das da oben also gut, okay. Ich denke, diese Rätsel wäre somit gelöst. Und ich möchte nochmal hoch und dann gehen wir diesmal durch die richtige, versteckte Wand.
Nennen wir es versteckte Wand. Versteckte Wand ist ein guter Begriff dafür. Nennen wir es versteckte Wand. Und ihr Fuckvögel, lasst mich in Ruhe. Ah, man kann hier sogar rübersehen. Ups. Das wusste ich natürlich. Spring! Wundervoll. Seele, große Seele eines unbekannten Reisenden. Was haben wir hier oben noch alles? Kollege, auf damit. Ah, wir haben... Typ, der mir ins Gesicht gespuckt hat. Finde ich nicht so gut. Was haben wir sonst noch? Ich meine, es geht hier noch ein Stückchen weiter. Denn wir sind mit dem Dorf noch nicht fertig. Oh, wir haben einen kleinen, Gott. Crystal Lizard müsste das sein. Große Titanitscherbe. Und ich vermute, einen Drop nach unten. Ja, ich würde einfach mal sagen, das war alles soweit von da. Wundervoll. Das heißt, jetzt sollten wir theoretisch, wenn mich nicht alles täuscht, hier nach oben gehen können. Da, wo auch die Vogelmänner hinpilgern. Ich meine, es ist mir immer noch absolut nicht geheuer. Es ist mir überhaupt nicht geheuer, je mehr ich mir es anschaue. Es gefällt mir absolut nicht. Aber gut. Ach, sie gehen da hoch und runter. Oh, fuck. Was ist dein scheiß Problem, Alter? Was? Das ist ein scheiß Problem. Hey, behalte den Degen für dich, Bruder. Okay. Was zum Fick? Man, habt ihr den gesehen? Der auf dem Scheiße. Der hat die einfach alle abgeschlachtet. Warum? Das macht noch nicht mal ich. Große Titanitscherbe. Oh Mann, ey, ich hab so als ge... Sie wollen auf den Friedhof. Aber er hat sie daran gehindert. Ey, ich hab gesagt, so schlimm bin ich, meine ich, aber... Da hab ich's mir anders überlegt, der hat mich provoziert. Außerdem wollen die mich auch immer alle angreifen. Oh, du dreckige Fliege, ich sehe dich doch da drin. Okay. Die Frage ist nur, wie komme ich da rein, wo die dreckige Fliege ist? Der anderen Seite? Oh, hier gibt's noch mehr hier hinten. Lass mich doch! Wollt ihr mich da gerade runter? Okay, wisst ihr was? Nein. Nein! Nein! Ich wollte nett zu euch sein, weil ich mir dachte, ihr Fuckviecher, ihr seid im Sterben, aber ganz offensichtlich wird diese Nettigkeit von mir von euch nicht wertgeschätzt. Backstep! Ich hab schon ganz andere halbtote Vögel, denen ihre Organe aus dem Arsch rauskommen, getötet als euch. Ach du Scheiße, hier gibt es noch viel zu erkunden von der ganzen Gegend. Au. Ja, keine Ahnung. Das scheint, das Ganze, was wir hier erkunden, scheint ziemlich optional zu sein. Wundervoll. Das gefällt mir ein bisschen. Die Frage, die wir uns natürlich alle stellen, ist, wer von ihnen wird jetzt alles aufstehen und wer nicht? Sagte ich, als ich schon alle getötet hatte und es komplett unnötig war, diese Frage zu stellen. Wundervoll. Komm, können wir uns noch ein Estos? Volle Leben werden wir noch lieber als nicht ganz volle Leben. Was ist aber eigentlich das hier unten? Dieser verdammte eingefrorene Baum und die ganzen Eiszapfen. Ich meine, es sieht ziemlich schön aus, aber... Ich weiß nicht, ob ich da wirklich runter will. Aber das ist eine Gegend, in der ich mich wohlfühlen würde, versteht ihr? Ich glaube nämlich nicht. Scheint mir vielleicht doch ein bisschen zu kalt zu sein, tatsächlich. Okay, okay, wisst ihr was? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wenn ihr anfängt zu zaubern, muss ich leider sagen, dass wir langsam das Ende, das Maximum meiner Freundlichkeit erreicht haben. Wisst ihr was? Ich glaube, der Typ, der euch alle abgeschlachtet hat, ich glaube, der hat den Punkt, warum er das gemacht hat. Ich glaube, der hat das nicht umsonst gemacht. Ich sehe, warum er es gemacht hat, ehrlich gesagt. Jetzt geh mir hier auf den Sack, verdammte Scheiße. Ja, nee, das, nee. Blutkotzen funktioniert nicht immer als... Oh, das sind große Eiswürfel, verdammte Scheiße. Blutkotzen funktioniert nicht immer als Angriff. Was haben wir denn sonst noch alles? Genau, da haben wir was. Wundervoll, lass mich mal hier runter. Ja, ja, ist ja gut. Ruhe. Okay, hier haben wir die erste, eine Tür, die ich schon mal von der anderen Seite nur öffnen kann.
Und ich vermute mal, die andere Seite ist in diesem Fall die Seite, der ich mich, auf der ich mich gerade befinde. Wundervoll. Was liegt hier? Sklavenritter, Kapuze und Rüstung. Okay. Sklavenritter. Ey, ich habe keine Ahnung. Gehen wir wieder nach oben. Gehen wir wieder nach oben. Aber wir haben schon mal eine Rüstung gefunden hier. Wundervoll. Und da oben auf dem Dach liegt doch was. Sollte ich auch noch mit dem Kopf behalten. Und ich muss auch rausfinden, wie ich zu diesen fucking Fliegen rein kann. Da müssen wir auch noch arbeiten. Du Fuckviech. Ah, der hat was gedroppt. Jauche-Küchlein. Was denn auch sonst? Ein kleiner Haufen Scheiße, mit dem man alles vergiften kann. Mein Lieblings-Item. Und das war die offensichtlichste Falle in ganz Dark Souls. Ich bin trotzdem drauf reingefallen. Achso, und das ist jetzt wieder hier unten, wo wir anfangs waren, okay? Also, wo wir unseren Weg hochgefunden haben und das war gerade so fucking knapp. Gehen wir nach oben. Aber dieses Mal werden wir uns nicht runterfallen lassen. Auf dieses andere Haus will ich auf jeden Fall noch rüber. Oder zu dem anderen Haus. Ob ich auf dem Haus drauf bin oder nicht, ist mir dann in der Situation sogar relativ egal. Ich würde gerne rüber. Das war gut. Gibt es da vielleicht einen anderen Weg, um da rüber zu kommen? Wäre das möglich? Ich hätte von hier aus auch einfach auf das Dach laufen können. Nee, hätte ich nicht. Hä? Okay. Hüpf da hoch. Nein! Was? Kann ich da hoch? Nein. Hä? Was war das jetzt? Und spring! Ja, bis früher, es klappt so nicht so ganz. So, wenn ich hier reingehe, kann ich weiter nach oben klettern. Oh! Vielleicht war das ja das Rätselslösung. Vielleicht, aber... wahrscheinlich sogar ja. Moment. Nehmen wir erstmal das hier oben mit, wenn wir schon mal hier sind. Und dann lassen wir uns runterfallen. Oh, das ist ein Vogel. Das ist ein kleiner Vogelmann. Nein, Vogelmann! Ah! Die offensichtlichste Falle in der Geschichte von Dark Souls, Teil 2. Ich bin reingefallen. Okay, komm schon, lass mich dich backstabben. Ich will nur einen kleinen Backstab hinlegen, Alter. Mehr will ich nicht. So, komm schon. Nein, 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 geh weg. So, jetzt, Backstab! Yes! Diese Viecher sind halt echt undankbar zu besiegen, wenn man nicht backstabbt. Oh Gott. Fuck. Okay. Könnte auch so relativ unangenehm werden, habe ich gerade gelernt. Da kenne ich irgendwo meine Seele. Meine Seelen, ach, die liegen wahrscheinlich da oben noch irgendwo. Okay, die Frage ist, wenn ich da hochgehe, dann... Ja. Wehrlose Vogelschlachtermann ist wieder da. Hallo, wehrlose Vögelschlachtermann. Du machst einen netten Eindruck auf mich. Bin mir sicher, bist eine ganz tolle Person, die wir alle kennenlernen wollen. Ich mag vor allem den Teil an dir, wie du... Ich find's am besten, wie du einfach wehrlose kleine Vögelmänner abschlachtest. Das mag ich, glaube ich, am meisten an dir. Scharfer Edelstein. Das war eine ziemlich scharfe Belohnung, mein Freund. Das war sogar ziemlich gut. Warte mal, kann ich mich hier nicht runterfallen lassen und dann... Ah, so komme ich zu den Fliegen rein. Hallo! Nee, gib mir die Seele, an der ihr gelabt habt. Dunkler Edelstein. Den wollte ich dir unbedingt fressen. Oh, diese Spinneneier, ist so eklig. Stellt euch mal vor, ihr wärt hier in Wirklichkeit drin. Ich glaube, das wäre die ekligste Scheiße überhaupt. Von das krabbelt bestimmt überall in der Kommaden raus und... Oh! Oh Gott! Das ist der Shit, bei dem ich euch verzeihen kann, wenn ihr sagt, dass ihr davon Albträume habt. So. Geht mal aus dem Weg, ihr wehrlosen Fuckvögel. Das ist schrecklich, wehrlose Vögel oder sowas zu sagen. Ist immer relativ schrecklich, weil immer das Wort wehrlös dabei rauskommt bei mir aktuell. Und ich will nicht sagen, dass sie wehrlös sind. Wehrlos vielleicht, aber das auch nicht wirklich. Sind halt auch nur bedingt wehrlos, tatsächlich.
Hab schon wehrlosere Gegner bekämpft und abgeschlachtet. Ja, ich rede mich mit euch, ihr Vögel da unten im Wassergraben, die sich nur ein bisschen ergeben können zur Verteidigung. Ich rede mit euch. Oh, fuck. Warum haben die denn so starke Magie überhaupt? Können wir mal darüber reden? Ich meine, das ist halt echt stark, was die da abfeuern. Warum könnt ihr sowas? Der eine ist runtergefallen. Okay, wundervoll. Soll mir noch recht sein. Lass mich in Ruhe. Als ob der hier jemals hochkommen würde. Jemand, dem seine Organe aus dem Popoloch kommen, ist nicht in der Lage, eine Leiter hochzuklettern, mein Freund. So, und jetzt nehmen wir die Scheiße mit. Rostige Goldmünze. Geschafft. Yay. Das war ja anspruchsvoll. Stolz auf dich, dass du es geschafft hast. Typ, der das geschrieben hat. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. So. Ist das? Okay, da oben haben wir mal die Seelen wieder. Gott, ich bin hier ziemlich weit oben. Dann würde ich fast behaupten. Der rennt wieder runter. Ja. Wir gehen wieder hier rüber. Und versuchen den Kollegen nochmal zu bekämpfen. Hallo! Mensch, grüß dich! Hallo! Fick dich! Das Problem ist, wenn ich erst zu spät anfange abzuwehren, weil ich der Meinung bin, ich sollte noch ein bisschen Ausdauer sparen, dann bekommt er mich immer mit seinem Schwachsinn. Fick dich! Fick dich! Gott, dieser Vogel, ich mag ihn nicht. Große Titanitscherbe, wundervoll. Vor allem wird es später bestimmt noch zu so einem echt uncoolen Szenario kommen, mit dem ich gegen zwei Stück von denen gleichzeitig kämpfe. Und davon bin ich jetzt schon kein Fan. Entschuldigung. Wo bin ich hier gerade? Oh, da sollte ich da auch einfach rüberkommen können. Okay, interessant. Habt ihr die Dark Souls Strats gelernt von mir? Jetzt kennt ihr ein paar Wege darüber, wie an das Item kommt. Das ist nicht cool. Das ist majestätisch. Das heißt, gegen den Typen zu kämpfen war vollkommen unnötig. Auch gut zu wissen. Aber wir hätten auch diesen Weg soweit abgehakt. Das heißt, es fehlen nicht mehr allzu viele. Hoffe ich. Es fehlen wahrscheinlich noch sehr viele. Tatsächlich sehe ich hier noch sehr viele potenzielle Wege, die ich gehen könnte. Und sehr viele potenzielle Gegner, die von irgendwo auftauchen könnten. Auf dem Turm sehe ich niemanden. Große Seele eines Kampfes des lustigen Kriegers. Oh, da ist wieder so ein Baum. Oh nein, nicht die Bäume! Bäume sind die schlimmsten! Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ha, da liegt was, okay. Bleibt wer im Hinterkopf? Da könnte ich rein. Okay, wisst ihr was? Hey! Fick dich, Klugscheißer! Oh, wollte mich verarschen. Da sind zwei. Da sind zwei von denen. Mehr oder weniger. Nicht zwei von denen, wo ich gedacht hätte, von denen es zwei sein werden, aber schon so ein bisschen. Oh Gott! Weg! Weg! Nein! Nein, nein, nein! Oh Gott! Gerade jetzt, wo ich den einen gekillt hätte. Fuck. So, wenn ich hier runterschaue. Ha, man kann scheinbar auch die Dachbalken irgendwie entlang laufen. Das ist relativ interessant. Kann ich mich hier runterfallen lassen? Nein. Ha. Wie mache ich diese Stelle am besten? Wie mache ich sie am besten? Pass auf, diesmal werden wir es auch ein bisschen anders angehen. Wir springen und dann... Nein! Yeah! Fick dich! Nein, 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 nein. Fick dich! Oh Gott! Dodge Roll! Dodge Roll! Stirb! Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Fuck! Was soll das, dass dieser Runterfallangriff meine ganze Ausdauer leer frisst? Das ist halt überhaupt nicht gut. Ich habe gerade scheiß viele Seelen verloren. Warum geht da meine ganze Ausdauer weg, wenn ich mich da runterfallen lasse? Oh, mir fällt gerade eine andere Taktik ein. Ich könnte Brandbomben runterwerfen. Oh mein Gott, das wird der heiße Scheiß. Pass auf, wir werden jetzt sowas von Brandbomben runterwerfen. Es glaubt ja gar nicht. Ach, warte. Vielleicht ist aber auch der Trick, dass man sich... Was, wenn ich mich hier runterfallen lassen würde? Würde er mich damit dann auch sehen? Natürlich sieht er mich auch.
Okay, da runterfallen lassen, ist eine absolute verblödete Scheißidee. Er sieht einen so oder so. Also gut, also gut. Er schreit zwar geradezu nach, dass ich von hier oben aus auf seinen Kopf springe, aber nein, 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 nein. Nicht heute. Heute werden wir etwas anderes machen, mein Freund. Siegbräu, regeneriert. Oh, ich glaube, das hätte ich, das hätte ich für die eine Sidequest gebraucht. Okay, ich sehe schon. Guter Wurf. Wo rennt er jetzt hin? Rennt er hier raus? Er rennt hier nicht raus, oder? Kann ich in das Haus von hier aus überhaupt rein, theoretisch? Ha. Das Haus hat sonst irgendeine Eingangstür. Vielleicht wäre das auch mal ganz gut zu wissen. Und die Brandbombe hat, ja, will ich sagen, dass sie ziemlich, nicht sonderlich effektiv war. Aber mein Gott, war die scheiße. Ich wollte gerade fragen, ob der der Meinung ist, dass ich ihn da im Brunnen nicht, da drin im Brunnen nicht sehe. Denn das wäre falsch. Warum sind da Würmer an den Wänden? Oh, es ist super seltsam in der Gegend hier alles. Gefällt mir alles nicht. Ist ja gut. Erkenne ich ein Item irgendwo in der Ecke ursprünglich mal? Huh. Oh, Fliegen. Wahrscheinlich waren da deswegen Würmer dran, wegen den Fliegen. Das gefällt mir alles so überhaupt nicht hier. Gefällt mir alles so überhaupt nicht. Oh, hallo. Hallo, Jungs. Mensch, grüß dich. Hallo. Hallo. Fick dich. Fick dich. Oh Gott. Roll, 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 roll. Nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Estus, 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 Estus. Okay, wie es aussieht, werde ich diesen Kampf bestehen. Mit einer Methode, bei der ich mir nicht zu 100% bewusst bin, wie ich sie zum Funktionieren gebracht habe, aber aus irgendeinem Grund funktioniert sie. Irgendwie habe ich die Gegner dazu gebracht, dass sie sich auftrennen. Aber ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Komm schon, mach irgendwas, mach was du für richtig hältst. Ja, yeah, mach weiter so. Fuck. Nein, 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 nein. Gott, der macht mir viel Schaden mit seinem Schwachsinn. Ich bekomme gerade nicht in dem Ausmaß Backsteps hin, wie ich mir es wünschen würde. Willst du mich gerade verarschen? Ah, Gott! Die Taktik hat mir so heute eigentlich ganz gut gefallen. Versuchen wir das nochmal. Hat er mich schon gesehen gerade? So, Brandgranate. Damit sollten beide im Großen und Ganzen alarmiert sein. Das wiederum heißt, wir werden einfach jetzt, die Leiter hier runtergehen. Und dann... Schon, ich weiß doch, dass du da bist, du Fuckviech. Okay, da ist er, da ist er, da ist er. Wir locken ihn raus. So, wundervoll. Halten wir uns noch ein bisschen von dem Baum fern. Was sollte die Scheiße, Alter? Irgendwie bekomme ich nicht mehr die Backsteps in dem Ausmaß hin, wie das ursprünglich mal der Fall war. Das macht mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ich fast gestorben bin gerade. Komm schon, mach irgendwas. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Oh Gott, nein! Was ist denn los? Warum bekomme ich keinen Backstep mehr hin? Okay, ich habe keine allzu große Lust zu den Fuckviechern von gerade eben wieder so schnell zurückzugehen. Deswegen werden wir jetzt einen anderen Weg gehen. Nämlich können wir uns hier noch runterfallen lassen. Und hier sollte es auch noch was Schönes zu entdecken geben. Warum kletter ich hier runter? Ich schreie doch gerade so, dass mich jemand jetzt angreift. Au! Da habe ich einen Shortcut gemacht. Wundervoll. Hallo! Ich habe einen Shortcut gemacht. Lass euch nicht stören von mir. Gut, dann bin ich natürlich gespannt. Was gibt's hier auf der anderen Seite? Ich meine, ich konnte dafür jetzt einen Shortcut machen. Ach, komm schon. Lass mich doch in Ruhe!
Wenigstens hat uns der fucking Wolverine jetzt nicht gesehen, der da hinten unter der Brücke hängt. Seid Jauche-Küchlein, okay? Hey, da rennt einer entlang. Glaubt ihr, er wird angegriffen? Ah, der hat ihn scheinbar... Na, da bekämpft er die kleinen Fuckviecher. Was für ein Held. Was für ein mächtiger, mächtiger Held. Okay, dann bin ich wieder hier, wo ich am Anfang war. So, frei ist jetzt natürlich, wo war denn der Shortcut? Ich meine, er müsste hier gewesen sein. Und ich liege richtig. Wundervoll! Ich glaube, ich sollte auch soweit alle Türen im Dorf jetzt dann langsam mal aufgeschlossen haben. Was auch eine ganz nette Sache ist. Dann könnte ich auch irgendwann mal drüber nachdenken, irgendwie mal weiterzugehen. Was haben wir denn hier noch? Achso, ist der Anfangsraum. Ey, verstehe, verstehe, verstehe. Fucking Anfangsraum. Okay, zwei Hände. Und so zusammenreißen. Ich habe das Gefühl, wir werden mit viel Magie befeuert. Du Haufen Scheiße. Ich wusste, dass ihr es tun werdet und ich war trotzdem nicht gut genug vorbereitet. Was haben wir hier? Krähenkrallen. Oh mein Gott, die coolen Krähenkrallen. Könnte ich die theoretisch ausrüsten, wenn ich das wollen würde? Ich kann sie wahrscheinlich nicht richtig verwenden, oder? Ich kann hier die Klauen verwenden, aber nicht die Krähenkrallen. Wie sehen die denn aus eigentlich? Wenn man L2 macht, dann... Alter! Ich glaube, ich sollte mal einen Run mit diesen Krallen machen. Ich glaube, die sind ziemlich cool. Aber nicht dieser Run. Nicht dieser Run. Dieser Run ist eher für andere Waffen bestimmt. So, war das jetzt alles, was es hier gibt? Ernsthaft? Ah, ne, hier kann ich noch entlang laufen. Gehen wir erstmal aus entlang. Oh, und das bringt mich nirgendwo hin. Wundervoll! Aber wenn ich hier innen entlang gehe, komme ich... Daraus, wo der eine Typ der Seitengasse war. Okay, cool. Hätten wir den Weg soweit auch abgeschlossen, würde ich einfach mal behaupten. Das wiederum bedeutet... Ah, wir müssen wieder in diese komische... Das Fuck-Gebäude und... Kollege, du siehst mich nicht, okay? Da habe ich tatsächlich keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Cool. Dankeschön. Danke. Hallo. Gib mir aus dem Weg, ihr Fuck-Viecher. Das ist natürlich das Problem, dass die jetzt vorhin schon alle runtergefallen sind. Ihr seid mir alle ein bisschen im Weg. Nichts gegen euch persönlich, aber ihr seid mir im Weg, deswegen musstet ihr sterben. Tut mir leid. Gut. Dann kann ich jetzt einen weiteren Versuch wagen. Und diesmal sollte ich mich vielleicht im Idealfall nicht ganz so blöd anstellen. Dann sollte ich doch... Ich muss so einen Backstep bei dem Fuck-Viech hinbekommen. Ey, mein Backstep-Game ist nicht mehr so gut, wie es mal war. Eins habe ich wie eine Nummer 1 in den Rücken gestochen, doch heutzutage ist davon nicht mehr viel zu sehen. Das ist ein Trauerspiel, ich weiß. So, von dem halten wir uns fern. Ich finde es relativ interessant, dass man die auch immer schon sehen kann, wo sie an der Wand hängen oder so. Da werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal nicht hingehen. Stattdessen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was bringt, wenn ich da die Brandbombe werfe. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich unnötig, deswegen machen wir es einfach mal nicht. Wir gehen einfach direkt jetzt schon runter. Wir nehmen unsere Seelen mit, welche ungefähr 0 sein sollten, wenn mich nicht alles täuscht. Ey, es waren 300 oder so. Das ist mehr als 0. Hey du, Wolverine! Psst, hier drüben! Hey, hier drüben! Hey, hallo, er hat mich gesehen. Hallo, Mensch, grüß dich. Hallo. So, komm schon. Backstep! Wundervoll, das ist der Shit, den ich sehen will. Und noch ein Backstep. Absolut wundervoll. Und fick dich. Gut. Dann würde ich sagen, ich bin den relativ geschmeidig losgeworden. Weniger von Angriffen treffen lassen und mehr ausweichen. Und dann bekommst auch du den Backstep deiner Träume hin, kleiner Timmy. Dann bekommst auch du den Backstep deiner Träume hin. Jetzt musst du noch ich den Backstep meiner Träume hinbekommen. Und mir dann merken, dass der Typ, wenn er hochspringt, keinen super gefährlichen Bullshit-Angriff machen wird im Vergleich zu dem anderen. Hör auf damit. Lass mich in Ruhe. Hör auf damit! Lass mich in Ruhe! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Es ist doch lächerlich. Ich bin wieder tot. Okay, das fuck ich wieder da. Das bedeutet dieses Mal... Oh, Scheiße da drüben, weißt du was?
Machen Sie jetzt anders. Ich kämpfe, wie man gegen jemanden wie dich kämpfen sollte. Zweihändig. Ich habe mir sagen lassen, dass du im Nahkampf tatsächlich gar nicht mal so die Nummer 1 bist, wenn man dir offensiv entgegenkommt. Au. Könnte aber natürlich auch ein Gerücht gewesen sein. Ich kann das nicht ganz beurteilen. Scheinbar war es ein Gerücht. Ich hasse... Warum bekomme ich den gerade nicht down? Der ist super einfach. Hey, er hat einen scharfen Edelstein gedroppt. Wundervoll. Er ist ziemlich scharf. Okay. Auf dem Scheiße. Versuchen wir es auf ein neues. Warum bekomme ich den Backstep bei ihm nicht hin? Das ist halt, glaube ich, mein größtes Problem aktuell gegen ihn. Und die Tatsache, dass er mir enorm viel Schaden zufügt, wenn ich der Meinung bin, ich sollte mich heilen. Okay, komm schon, mach was. Auf dem Scheiße. Komm schon. Backstab. Fick dich! Meine Güte! Wollt auch Zeit. Große Titanic-Chair, die hätte ich mir verdient. Und weh, das ist nicht das beste Item aller Zeiten. Corona ist weißen Pfads. Ein Wunder, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit ein Zauber, der mir nichts bringt. Ich hätte mir einfach grabben und wegrennen sollen. Wisst ihr das? Wobei, es gibt noch die Sache, da oben ist noch was. Die Frage ist natürlich, wie ich daran komme. Das will ich nämlich noch ganz gern mitnehmen, wenn wir hier sind. Und dann kann ich vielleicht endlich mal in dieses riesige, ganz offensichtliche Fuck-Gebäude reingehen, das ich vermutlich schon ewig hätte reingehen sollen. Ugh. Also gut. Wie komme ich da am besten ran? Ich vermute fast, ich muss da rein und springen und dann aufs Beste hoffen. Kann das sein? Dementsprechend. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay! Das war absolut gar nichts. Habe ich die Scheiße gesehen. Okay, springen ist also keine Option, die uns hier offen steht. Denn ganz offensichtlich knall ich da gegen den Balken da unten. Okay. Wie ist das auf der anderen Seite? Ich meine, ich muss auch irgendwie rankommen. Erzähl mir doch nichts. Nein, ich komme da nicht ran von hier aus. Hä? Oh! Okay. Ich hab's herausgefunden. Oh, bist du schlau, OP? Das habe ich schon 5 Mal herausgefunden. Wow, bist ganz toller. Bist ein ganz toller Typ. Freut mich für dich. Danke, mich auch. Dachte ich mir. Okay, pass auf. Wir machen es einfach folgendermaßen. Gehen runter, machen wir Bob. Fuck! Ich war immer noch zu schnell unterwegs. Man muss sich da einfach fallen lassen. Folgendermaßen, pass auf, so und dann. Willst du mich gerade verarschen da oben? Hat die Scheiße gesehen? Ach. Freut mich, dass an einer Stelle, wo man sich runterfallen lassen muss, dass da die Hitboxen von dem Weg da oben so gigantisch sind, dass man komplett in der Luft schweben kann, bevor man runterfällt. Schau euch die Scheiße an. Schau euch das an! Dankeschön! Was für eine bescheuerte Stelle. Gut, nehmen wir aber das an uns. Seele eines entmutigten Ritters. Ich möchte jetzt gerne sowas sagen, wie das war es nicht wert, da ich glaube, das ist eine ziemlich gute Seele. Dementsprechend könnte wahrscheinlich 10.000 oder so gewesen sein. Öffnet die Tore! Lass dich nicht von dem Typ da drüben sehen. Sorgt dafür, dass der mich nicht sieht. Er hat mich ja sowas von gesehen. Komm mal, was du für richtig hältst. Du bist eine schwächere Variante von dem, den ich vorhin bekämpft habe. Kann das sein? Ja, ich habe das Gefühl, dass du eine schwächere Variante bist. Ich glaube, da muss ich nicht so viel erklären dabei. Hat der gerade wirklich die fucking Link-Attacke auf Smash Bros. Gemacht? Beziehungsweise The Legend of Zelda 2? Das war relativ uncool. Gut. Große Tyranid-Scherbe. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Das heißt, ich habe hier einen Shortcut geschaffen, mit dem ich direkt schnurstracks hier rüber kann. Aber bevor wir da reingehen, wusstet ihr, dass ich außerhalb von dem Gebäude noch einen Friedhof erkunden kann? Oh Mann, Friedhof.
Soll da schon schief gehen? Ich muss kurz die Wände checken. Um zu sehen, ob mir... Nicht unter Umständen, ob irgendjemand nicht vielleicht geplant hat, mir da ein bisschen entgegenzuspringen von oben. Junger weißer Zweig. Ein junger weißer Zweig. Nee, der Riese kann mich hier eher nicht erreichen. Wir sind in einer ganz anderen Welt. Ich würde gerade fragen, ob der mich hier erreichen könnte, aber ich halte es mal für unwahrscheinlich. Ich glaube, da kann ich nicht rein. Ist alles für einen beschissenen jungen weißen Zweig? Mein Gott, wir nähern uns der Scheiße. Ha, dieser Turm. Okay. Ich würde sagen, jetzt bin ich bereit, in dieses verdammte Gebäude reinzugehen. Was haben wir denn hier? Oh Gott, Sir Wilhelm! Lass mich Ruhe, Sir Wilhelm! Willi! Nein, Willi! Du hast nicht! Sebastian, wie kämpfe ich mit Schild? Dann ist er jetzt schon am Arsch. Seht ihr die Scheiße? Der Willi kann nichts machen. Oh, fuck. Der Willi kann eine Menge machen, tatsächlich. Was ist das Problem an ihm? Scheint mir ziemlich stark zu sein. Oh, er hat diesen coolen Schild! Aus Neulondo! Oh, fuck! Beziehungsweise den Ruinen von Neulondo, von den Rittern, die da waren. Wirkst du da ein beschissenes Heilungswunder? Sir Wilhelm. Ist gerade relativ interessant, dass man gegen den hier kämpft. Was? Ich glaube, ich bin auf was Interessantes gestoßen. Oh, das denke ich, weil der Typ mich dafür umbringen will, dass ich scheinbar gefunden habe. Okay, der gute Willi, der hält ein bisschen mehr aus, als mir lieb ist. Gefällt mir nicht. Vielleicht will ich ihn auch wieder mit Schild bekämpfen. Mein Schild hilft mir aktuell sehr viel weiter, bei vielen Gegnern tatsächlich. Weil die irgendwie mir ein bisschen zu stark und nervig sind, um sie zweihändig bekämpfen zu wollen. Hallo, guter Mann. Hallo. Grüß dich. Was ist der Plan, mein Freund? Keine wehrlosen, verkrüppelten Vögel mehr töten dieses Mal. Okay. Und Backstab. Wundervoll. Ich muss sagen, der lässt sich sehr viel angenehmer bekämpfen als der da drin. Aber wie auch immer, gehen wir nochmal zum guten Willi. Der Willi! Willi! So, Kraft erhöhen. Wann hast du denn meinesgleichen gesehen? Jemand wie mich hast du doch nie gesehen. Jemand, der dich einfach so... Oh, fuck. Okay. Er hat mein Schild weggetreten und, fuck. Mich getötet. Was wäre eigentlich, wenn ich mal wieder mit meinem Großschwert kämpfen würde? Würden sich da die Gegner ein bisschen beeindruckt von zeigen, wenn ich sie damit treffen würde. Er würde sich sogar enorm beeindruckt davon zeigen. Verdammte Scheiße, seht ihr das? Er findet das überhaupt nicht gut. Genauso wie ich es nicht gut finde, dass er mich gerade getötet hat, aber trotzdem. Okay, das sollte auf jeden Fall eine gute Taktik gegen den Willi sein, welche mit dem Schwert töte. Wundervoll. Na, wobei letztlich auch... Der Typ hier lässt sich auch von meiner Machete ziemlich stark beeindruckt, wenn ich ihn damit treffe. Fällt mir gerade so auf. Insofern, ich weiß nicht, ob das Großschwert wirklich anders war. Was das angeht. Fick dich. Fick dich. Oh Gott. Oh, das ist wieder passiert. Also gut, Willi. Versuchen wir das Ganze. Ich finde es interessant, dass da das gleiche Geräusch kommt, wie wenn man invaded wird. Wenn er auftaucht. Der Haufen Scheiße. Gott, ich hasse ihn. Ah, fucking Wilhelm. Versuchen wir es nochmal. Werde ich eben nochmal sterben. Ist okay. Ich sterbe gerne, Willi. Mach dir nichts vor. Machen wir uns beide nichts vor. Ich sterbe gerne. Haufen Scheiße. Warum kann er sich heilen überhaupt?
Oh, fuck. Okay, Abstand halten. Nein! Nein, 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 geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, nein! Nein! Der Haufen Scheiße. Er hätte irgendeinen Fuck-Zauber gewirkt oder ein Wunder oder was auch immer. Gott fucking Wilhelm! Willst du mich gerade verarschen? Ich mache ihn halt auch einfach so gar keinen Schaden. Irgendwie. Das ist halt nicht optimal. Komm, mach. Was auch immer du gerade für richtig hältst. Komm, schlag zu. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Abstand halten, Abstand halten. Wenn wir auf Abstand gehen, kann Willi nicht viel machen. Wenn wir das machen, kann er ebenfalls nicht viel machen. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Roll, 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 roll. Oh Gott, nein, 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 nein. Nicht erwischen lassen. Fick dich! Oh Gott! Ich wäre es auch nicht gewohnt gegen Vorrichtungsschlüssel. Onyx-Klinge. Fuck. Oh, ich bin es doch nicht gewohnt, gegen derartige Typen zu kämpfen. Fuck. Genau, aber ich habe jetzt Eisenschwert bekommen. Die Onyx-Klinge. Wo ist sie denn? Lorians Großschwert? Nein, nein, nein. Ich will Verbrannten Großschwert? Nein, ich will die Onyx-Klinge. Wo ist sie denn? Ich höre jemanden laufen. Ist ja scheinbar nicht hier. Onyx-Klinge, hier. Warum hat die so miserables Scaling? Elfrieds Schwarzklinge. Elfriede, älteste Schwester der Anführerin der Schwarzen Kirche, bereichte ihrem Ritter dieses Schwert. Ah. Das Schwert war ein Abschiedsgeschenk. Seine Übergabe war zugleich auch der Austritt des Ritters aus Elfrieds Diensten. Fähigkeit, Elfrieds Schwarzflamme. Hüllt die Klinge in die Schwarzflamme, in der glimmernden Flamme ähnlicher Farbe stammt. Okay. Das macht Dunkelschaden, dieses Schwert. Ach, das Geld wieder mit allen Werten so ein bisschen. Okay, interessant. Interessant, interessant, interessant. Das sind übrigens eine Menge Bücher, falls ihr euch wundert. Ich würde sagen, wir nutzen den Schlüssel, aktivieren den Hebel und sehen, was passiert. Ah, okay. Die Bücher wurden alle zerquetscht, aus irgendeinem Grund. Und wir können hier hoch. Was haben wir denn hier alles Schönes? Wer bist du? I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou'rt the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Oh, davon hat er vorgesprochen, dass ich das ihr zeigen soll und sowas. Furcht, du bewegt sich nicht. Oh, lass mich raten, wenn ich mit dir. Oh, das ist ein Bonfire. Lässt sich von der Seite nicht öffnen, wollte mich gerade verarschen. Schau mal, bin ich schwach. Lass mich hier mal runter. Na, wie wär's damit? Oh, hier ist noch ein ganz anderer Weg, wollte mich gerade verarschen. Hier geht's scheinbar noch ein gutes Stück weiter, liebe Leute. Es geht noch ein gutes Stück weiter. Okay, wenn das dann. Quatsch, wir sie nochmal an. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. Okay. Gut. Hätten wir es geklärt soweit. Ah, liebe Leute, ich würde mal fast sagen, wenn wir jetzt eher am Bonfire sind, wie es ganz hier weitergeht, was wir sonst noch alles für Schwachsinn finden werden, der mich lächerlich oft umbringt, weil ich aus irgendeinem Grund in dieser. Okay, man muss sagen, vom Schwierigkeitsgrad her ist das. Das ist ein bisschen schwerer als andere, aber ich spiele auch aktuell echt nicht gut. Aber wie auch immer, wie es ganz weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Dark Souls 3. Er wird relativ majestätisch. Bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht.